Fari Yardım wird zum Vampir auf Probe. Der Schauspieler übernimmt in der neuen Joint-Produktion Der Upir die Hauptrolle und es wird bissig. Nicht nur der schwarze Humor der Comedy-Serie hat es in sich, sondern auch die Story. Burgerladenbesitzer Eddie wird bei einer Hausbesichtigung von dem Vampir Igor gebissen und beginnt sich zu einem Blutsauger zu verwandeln. Das kann er nur verhindern, indem er Igor dient und ihn als sogenannter Upir einen Monat lang jeden Wunsch von den Lippen abliest. Das Problem: Der Blutsauger hat ziemlich viele Aufgaben für seinen neuen Assistenten und zudem werden die zwei von einem Vampirjäger gejagt. Neben Fari spielt Rocky Schamoni den langhaarigen Vampir Igor. Außerdem ist Andrea Sawatzki als Vampirin, Thekla sowie David Child als Eddies Kumpel Andy dabei. Die achteilige Serie verspricht reichlich bissigen Humor und viel Spannung. Fans dürfen gespannt bleiben, ob Eddie es schafft, sein Vampirschicksal zu umgehen.